Yo, welcome back hier beim Kramer-Fan. Oh, das fängt ja gut an, schon gleich mit dem Räuspern im Hals. Jo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn es heißt, Kramer-Fan spielt Red Dead Redemption. Ich hatte ja aufgehört in der letzten Folge mit diesem Pferd einfange. Ich hatte hier an meinem Pferd ein Truthahn dran hängen. Der ist weg. Falls ihr euch wundert, dass der weg ist, dem habe ich dem Lagerkoch übergeben. Das ist hier mein aufgesatteltes Pferd. Und wenn ihr euch wundert, auf der links im Kompass sieht man jetzt so einen weißen Pferdekopf. Ich hatte ja das letzte Mal so ein Wildpferd eingefangen. Und das letzte Mal war das ja so leicht rot-bräunlich, sage ich jetzt einfach mal, so hell. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Das war kein Lackierer da, sondern der Andi hat seinen YouTube-Spielstand mit einem anderen Spielstand überschrieben. Also musste ich diesen ganzen Kladderadatsch, den wir bis hierhin gemacht haben, Zugüberfall, die O'Driscolls angreifen. Alles, was ihr in den vorherigen Videos gesehen habt, musste ich alles nochmal spielen. Dann kam ich wieder hier in diesem Camp an und dann stand hier der Zottel draußen auf der Wies. Und dann habe ich mir den eingefangen, It's um okay, natürlich girl. wieder einen eigenen oder den ungefähren Spielstand herzustellen, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Also nicht wundern, sondern diesen hellbraunen Fuchs, oder das war ja auch ein Tennessee Walker, aber mit so einem fuchsfarbenen Fell. Den habe ich das letzte Mal im Video eingefangen gehabt und Good das habe girl. ich mir leider zerstört und dafür habe ich jetzt hier den da eingefangen. Na super, jetzt gibt es ja noch ein Gewitter und einen Sturm. Fängt hier super an, die Folge hier. Aber das ist hier mein Pferdchen, was ich die ganze Zeit schon habe, was er kennt aus der vorherigen Folge. Okay, boy. Und mit dem geht es jetzt erstmal weiter. Und den anderen lasse ich doch mal in dem Camp stehen. Und jo, ich wollte ja da. Eigentlich wollte ich ja nach Valentine. Ich habe mir auch gerade eben noch mal mein eigenes Video noch mal angeschaut. Der Schluss. Da habe ich mich beim Einfangen doch noch gewundert, wer da mich angelabert hat. Und da habe ich beim Schauen vom eigenen Video habe ich gesehen, dass da die O'Driscolls irgendwo dahinter unter dem Baum standen. Und das ist ja unsere absolute Gegnergang, sage ich jetzt immer, oder Gegnerbande. Und ich würde mal sagen, ich habe hier mal ein Gewehr dabei und so ein Pistol. Und ich gehe einfach mal dahin und frage die mal, ob die irgendein Problem mit mir haben. Ich hatte hier irgendwo, bin ich hier rechts abgebogen, habe den Truthahn eingefangen. Dann wollte ich doch wieder zurück nach Valentine. Da war dann aber der. Habe ich hier das Pferdchen eingefangen? Was ist denn das hier eigentlich? Hasis. So, dann habe ich nur eben selbst gesehen, hier ohnehin unter dem Baum, unter der Kiefer oder was es ist, da stand so O'Driscolls, die mich beim Einfangen von dem Pferd angelabert haben. Die sind jetzt natürlich weg. Schade. Ich hätte die jetzt gerne mal auf einen Tasse Kaffee eingeladen oder so. Mit dem Ding, was ich da in der Hand habe. Und hätte die mal gefragt, ob es denen noch ganz gut geht, aber jetzt sind sie fort. Gut. So, der hat auch irgendein Problem. Ich mach doch gar nichts. Ich hab da mal Waffe extra weggepackt wie dir. Was wollt ihr dann alle schon wieder? So, machen wir mal das Dead Eye an. Wenn hier irgendwie was. Nö, hier ist nichts. So. Da ballert irgendeiner rum. Ja, ich weiß nicht. Guckt mich nicht so an, Jungs. Wer ballert denn hier rum? Da oben irgendwo einer kommt hier hinzu. Nee, da brauchen wir nicht gucken. Ich glaube, wir hätten da, wenn der kommt. So, gehe ich der Balle rein und nach. Mal gucken, was hier schon wieder in der Nachbarschaft los ist. Sollen wir dann hier das über mein Auge zumachen, wenn hier rumgeballert wird? Das ist ein Kasper. Oder wo ist der jetzt überhaupt? Da war doch eben irgendwo so ein weißer Punkt. Super, der ist fort. Ich hätte jetzt gedacht, er wäre jetzt hier oben irgendwo. Na gut. Ist er weg.
So, und was ich auch noch vergessen habe zu zeigen, ich will euch nicht so viel erklären von dem Spiel, aber was ich kann mir das natürlich nicht immer alles merken, aber hier gibt es natürlich Herausforderungen und die versuche ich natürlich immer zu erledigen. Da gibt es einmal Bandit, die Herausforderung ist noch gesperrt, Entdecker, Glücksspieler, Kräuterkenner. Und jetzt will ich mal gucken, was ich da machen muss. Ich muss pflücken 6 Schafgarben. 5 von 6 habe ich schon gepflückt. Also fehlt mir nur noch eine. Reitkunst. Töte vom Pferd aus 5 Hase. Eine habe ich schon, jawohl. Und dann habe ich noch den Meisterjäger. Heute 3 Hirsche. 2 von 3 habe ich schon geheut. Okay. Und dann gibt es noch den Scharfschütze, den Überlebenskünstler und den Waffenexperte. Und der Waffenexperte tötet 3 Gegner mit einem Messer. Eine von 3 habe ich schon getötet. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum da schon einige Sachen gemacht sind, das hat alles mit meinem abgespeicherten, verlorenen Spielstand zu tun. Also gut, dann versuche ich mal hier so den erste kleine Herausforderung auf die Schliche zu kommen. Schafgarbe sammle. 3 Hirsche heute, 3 Hase vom Pferd aus erlege. Und was war es noch? Hab ich schon wieder vergessen. So ist das mit dem Andi. Und deswegen, ich will euch das da gar nicht großartig erklären, das Spiel, sondern ich will einfach nur ab und zu muss ich halt auch mal reingucken, um mir das in Erinnerung zu rufen, was da überhaupt noch gemacht werden muss. So, da reite ich mal hier auf die Wies. Dann gucke ich mich mal mit meinem Dead Eye um. Ah, da hinten ist was. Ja, ich zeige es nochmal ganz kurz. Da fliegen dann so Dinger durch die Luft. Das heißt dann für mich, Bingo, hier gibt es irgendwie was. So, und das war hoffentlich jetzt, oh nee, Oregano oder Oregano, wie man sagt. Ich versuche natürlich auch jetzt immer die nicht nur alles in wilde Schießerei hier ausarten zu lassen, sondern auch um ein bisschen die Natur kennenzulernen, ein bisschen was über Tiere erfahren, die man später auf dem Teller hat, und so weiter und so fort. So, jetzt bräuchte ich noch so eine Schafgarbe. Da unten blinkt was und da geradeaus blinkt was. Renne ich mal hin. Was haben wir dann hier für eins? Oh, Himbeeren. Sammle ich mir mal schön ein. Jetzt war hier ohne. Da ohne war noch was. Jetzt renne ich nach da oben hin. Was haben wir dann hier? Sammeln und untersuchen. Sobald ich das jetzt noch nicht kenne, kommt sammeln und untersuchen. Dann drücke ich R. Und dann sammelt Arthur und untersucht das natürlich auch gleichzeitig. Das ist so ein alter Botaniker. Außerdem haben wir das Buch da im Säckel, was im Camp meinem Nachttisch da lag. Das habe ich mir natürlich in der Zwischenzeit schon durchgelesen und deswegen bin ich ja hier gleich in der Natur schon viel besser unterwegs. So, wo sind mein Zottel? Komm her, du. So, das wäre hier jetzt ganz geil, wenn ich jetzt noch in der ersten Folge hier gleich schon noch eine Schafgarbe finden würde. Warte mal, das sieht man auch. Da ist auch noch was. Und zwar sammeln und untersuchen. Da steht jetzt nur Pflanze dabei. Eben stand da schon mal Pilz. Was haben wir dann hier jetzt? Oh, eine wilde Möhre. Cool. Halte F1 gedrückt. Wilde Möhre, leicht dran, Stängel, Blüte, tralala. Diese Pflanze, Pferdezubehör verarbeitet werde oder... um deinen Gesundheitskern wieder aufzufüllen. Sehr schön. Also ich kann die selber essen oder auch meinem Pferdchen zum Essen geben. Oder auch irgendwas draus herstellen. So, dann pflücke ich doch so ein Ding nochmal. Und natürlich mein bester Freund hier. Dem gönne ich doch jetzt gleich mal so ein. Jetzt muss ich die natürlich finden. Wilde Möhre, da ist sie, 3 Stück. Kelle, du bist doch mein Beste hier. Right, boy. Ja, genau, right, boy.
So, jetzt versuche ich tatsächlich nochmal diese Schafgabel da aufzugabeln. Und nochmal einen Hirsch aufzutreiben, den ich das Fell über die Ohren ziehen kann. Und dann hätte ich schon, soweit ich es weiß, gleich schon so zwei Aufgaben erledigt. Oder muss das ein perfekter Hirsch sein? Gucke ich mal gerade nochmal schnell an. Herausforderung. Meisterjäger. Nö. Einfach nur irgendein Hash. Jetzt habe ich natürlich hier keinen Hirsch, gell? Aber ich sehe was im Augenwinkel. Ich will unbedingt mit euch zusammen hier irgendwas erledigen. Und zwar, da ist er. Das ist diese Schafgabe. Sammle. Komm, dann esse ich sie halt. Mal gucken, ob die zählt. Jawohl, Kräuterkenner. 1. 6 von 6 Schafgabe gepflückt. Perfekt. Jetzt ballert hier schon wieder irgend so ein Kasper rum. Ich gucke mal, ob ich den jetzt finde. Weil eben war er jo. So, und jetzt stand noch oben links. Das erste abgeschlossen. Das zweite wäre dann. Ich muss jetzt was 4 Bärenarten finden und pflücke und esse. Das heißt, wenn ich nochmal so einen Himbeerbusch da irgendwo sehe, stärze ich da mal dran und esse mal ein. Da hätte ich schon mal die erste erledigt und die anderen muss ich mir halt alle noch irgendwie zusammensuchen. You there! Would you be interested in some friendly competition? Na ja, klar, Junge. Kleines Wettschießen. Tippe auf L. Ums Protokoll. Ah, da kann man sich das Protokoll kreuzen. Ah, hier kriegt man auch alles angezeigt. Eine von 3 Gegnern mit dem Messer getötet. Meisterjäger, 2 von 3 Hirsche, Reitkunst, 1 Hase. 1 von 5. Da stand eben 1 von 3, wenn ich mich nicht irre. Ist egal. Kräuterkenner. Die 4 Bärenarten. Das ist alles passiert. You him? Na klar, Junge. Was willst du? Wettschießen willst du machen? Ah, Mexican Man. $5. Wie viel habe ich denn eigentlich? 75 kann ich mir noch leisten. Well, amigo. Hey, you in or what? Ja, Logo. Let's find out. Okay, man. That's what I like to hear. Look, man, rules are simple, okay? Whoever shoots more of these bottles wins. Just draw your gun and aim when you're ready. All right? All right. Shoot! Den halten einfach ein besseres Schütze, hätte ich jetzt auch gesagt. That didn't make me happy at all. How about we raise the stakes, huh? Nee, vergiss es hier. I'm all right. Well, how are you for beating me? So, come get your win. Ich kenne euch nicht, Hanna. Okay? Erst lasst er mich gewinnen. Matter my word. Und nachher zockt er mich ab. Und danke für die $5, mein Freund. Appreciate it. Ich kann sie gut brauchen. Jetzt habe ich nämlich 80. Better watch out next time. Ja, das nächste Mal, wenn ich mich wundere, ist in Ordnung, Jung. Sode, jetzt werde ich mich mal hier in die Prärie stürzen. Und mal gucken, ob ich diesen einen fehlenden Hirsch da noch finde. Ja. Das muss natürlich ein Hirsch sein. Das darf natürlich kein anderes Tier wahrscheinlich sein. Egal, da hinten verwandt was. Ich versuche jetzt mal so einen Hirsch da irgendwie aufzutreiben. Ja, ist ja gut, Zottel. Also hier sieht es irgendwie schwer unbewohnt aus gerade. Wer da hinten wohnt, will ich gar nicht wissen. Ja. Wahrscheinlich wieder so Otriscolls. So, da stehen 8 Wildpferde rum. Was, da ist Lara, da halte ich mich mal fern. Da oben ist ein. Da oben steht was. Was haben wir dann da? Sieh das? Ist das ein. Könnte das ein Hirsch sein? Mein Pferd ist schmutzig. Ja, das ist doch ein Hirsch. So, den mache ich jetzt mal hinterher so ein bisschen. Ja,
Karo immer ziemlich weit ab, die Biste. Halt, hier stehen Himbeeren. Ja, gerade aus dem Augenwinkel nur gesehen. Nein, diesmal will ich die nicht sammeln, sondern esse. Und dann habe ich schon meine erste Beeren. Jawohl. Eine von vier Beerenarten probiert. So, jetzt habe ich natürlich die Spur mit dem Hashto verloren, gell? Aber das ist ja nicht so schlimm. Was mache ich denn jetzt wieder? So, Pferde folgen bitte. Ja, das ist das, was ich gemeint hat. Im Schnee habe ich ja auch diese blinke Spur da angezeigt gekriegt. Da rechts läuft auch eine. Aber jetzt hier im Sand oder im Grüne ist das natürlich schon mal viel, viel vorteilhafter, wenn man die angezeigt bekommt. Jetzt weiß ich mal Zeit, die Waffe vom Buckel zu nehmen. Oder vom Buckel runter. Gehen wir mal in Deckung. Und dann folge ich dem Apparat mal hier. Weißwedel Hirschbock. Okay. Und ich hätte gesagt, dem haue ich jetzt mal eins drüber. Dem Kollege. Aber wenn ich ja wüsste, wo der hin ist, gell? Da hin ist er. Na, Junge. Dicht wie möglich ran. So, jetzt kann ich den noch rufen. Saubere Blattschuss. So, jetzt renne ich doch mal schnell hin. Hab mein Gaul unterwegs schon mal gepfiffen. So, der hat natürlich eine schlechte Qualität, weil es nur ein Sternchen ist. Ist mir aber gerade mal egal. Weil es müsste dann jetzt, jawohl, der Meisterjäger. Drei von drei Hirsche gehäutet. So, dann kann ich das Fell hier so mal auf jeden Fall ablegen. So, und jetzt muss ich drei Hasenfälle in perfekten Zustand finden. Aber du... Ach, jetzt kommt mein zweiter Zottel. Kommt auch schon angerannt. Cool. Das ist ja geil, weil ich in der Nähe vom Lager war und hab gefilmt und jetzt kommt er auch schon. So, und ich habe neue was? Das neue verstärkte Ausrüstung freigeschaltet. Besuchte Trapper oder der Pearson, um da irgendwas Neues freigeschaltet zu kriegen. Ich sag ja, hier muss man anständig lesen und gucken, was hier so passiert. Aber ich wollte euch jetzt nicht das hier zeigen. Sondern eigentlich wollte ich nach Valentine. Und bei dem Metzier, der steht da irgendwo. Habe ich in der Übersicht gesehen. Und dem diesen Hirschbock da. Geweih, was weiß ich, was ich da alles gekriegt habe, das zu verkaufen. Ich muss immer ein bisschen Geld machen. Da aber jetzt durch meinen Pfiff mein zweites Pferd hier angelatscht kann, bringe ich das jetzt erstmal heim. Und dann reite ich nur nach Valentine. So, jetzt bin ich hier den Gaul hier wieder an. So, an der Laterne am besten. Stay here, girl. So, das hast du aber fein gemacht, Pferdchen. Dass du mir hier gleich schon beim ersten Pfiff angerannt kam. Ich hatte eigentlich den anderen gemeint. So, jetzt habe ich den nochmal gelobt. Jetzt habe ich natürlich wieder ein bisschen Verbundenheit mehr aufgebaut mit dem Pferd. So, und mit dem reite ich jetzt immer nach Valentine. Und wie das weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, Cowboys. Ciao, ciao.